Ja. Ja, wir haben hier einen Abguss einer Handtierfährte. Und zwar das Original, das liegt hier unten im Museum, ist dort ausgestellt. Ja, man kann hier sehr schön einen Fußeindruck und einen Handeindruck erkennen. Man kann ja sehr schön die einzelnen Zehen durchzählen. Man hat hier dann C1, 2, 3, 4, 5. Und man sieht die typischen Merkmale dieser Fährtengattung mit einem ausgeprägten großen fünften Zeh, einen relativ langen Mittelzeh und auch noch einen relativ langen Fährtenzeh. Das sind diese typischen Merkmale der Fährtengattung Protochirutherium. An der Hand ist das weniger gut zu erkennen. Was man hier eben auch sehr gut erkennt, sind eben diese schönen Hautstrukturen. Und da kann man sich auch schon als Laie denken, dass das von einem Reptil stammt.